Viele Häuser, bunte Kugeln. Genau. Simon. Gorus schauen wir uns hier an. Das ist jetzt quasi als Early Access sozusagen verfügbar. Richtig, kann also gespielt werden. Seit dem 13. September. Genau. Und ja, Stefan, du hast ja schon erzählt, du hast dir die halbe Nacht damit um die Ohren geschlagen und hast geklickt wie ein Weltmeister. Ja. Vielleicht kannst du mal erzählen, was wir hier überhaupt sehen. Es ist ein typisches Molyneux-Game im Sinne einer Göttersimulation, sprich der Spieler verkörpert eine Gottheit und Ziel des Spiels ist ja, es ist nur ganz grob vorgegeben, du fängst in der Steinzeit mit zwei Männchen, wie hier zu sehen, an und sollst eben über mehrere Zivilisationsstufen ja, deine Untertanen nach vorne bringen, bis ins Space Age und ja, neue Features letztendlich nach und nach freischalten, was in dem Spiel in Form von Trading Cards geschieht. Ah, okay. So, das heißt, genau. was du primär machen musst, ist nichts anderes als das Gelände zu modellieren. Das machst du mit der Maus. Und dann sieht man so Vierecke aufpoppen. Das sind dann die Bauplätze. Und dann fangen die Bewohner an, automatisch diese aufzubauen. Das heißt, du kannst jetzt die Leute nicht direkt irgendwie hinsteuern, sondern das geht dahin, mach dies. Sondern das machst du eben nur indirekt, indem du das Terrain gestaltest als Gottheit. Ja, und dann kommen die Bewohner an und fangen sozusagen an zu werkeln. Richtig. Ja. Man dann durch die Terraforming. Ja, richtig. Also die ganze Welt ist quasi in Schichten aufgebaut. Und je nachdem, wie du diese jetzt modellierst, kannst du größere oder kleinere Flächen freischalten. Was wir eben gesehen haben, das war so eine kleine Truhe. Die sind überall auf der Welt versteckt. Und da drin gibt es dann Sammelkarten. Das soll vom Spielprinzip nachher auch so sein, dass du die Karten wohl auch tauschen können wirst mit anderen Spielern. Wenn dir zum Beispiel eine bestimmte Karte fehlt, um jetzt den nächsten Zivilisationsfortschritt zu erreichen, dass du dann eben hier mit anderen Spielern tauschen kannst. Ist aber jetzt in der Early Access Phase, soweit ich es jetzt spielen konnte, noch nicht passiert. Bei Sammelkarten, da denkt man natürlich auch immer an Echtgeld. Ja. Wird es die denn auch zu kaufen geben? Nein. Das wurde ja schon befürchtet, als man A, das mit den Sammelkarten erfahren hat und B, gibt es auch später Edelsteine, die man einsetzen kann, um ja, Sachen zu beschleunigen. Da wurde auch gleich gefragt, gibt es da einen Shop? Also klares Nein, es wird keinen Shop geben, sondern du kannst dies eben durch deine Art, wie du spielst, kannst du Edelsteine abbauen. Es wird also nichts für Geld käuflich sein. Ja. So, dann kannst du auch Duelle austragen. Da muss man so ein bestimmtes Portal freischalten und dann kannst du bislang gegen KI ebenso zwei Spielerduelle austragen. Die haben verschiedene Anforderungen, entweder den Gegner halt platt machen, das heißt ihn überrennen mit deinen Leuten, was wir hier gleich sehen, oder in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge Edelsteine abbauen oder eine größere Zivilisation haben. Fand ich eigentlich ganz, ganz spannend, aber ja, es, wenn man den Bogen raus hat, ist da, ich sag mal, der Anspruch ist jetzt da nicht so hoch. Ja, ah, verstehe. Also da wird sicherlich auch ein bisschen mehr Herausforderung kommen, wenn man dann gegen echte Menschen spielt. Das will ich hoffen, ja. Ja, ich denke schon. Ja. Es gibt auch ein Multiplayer-Portal, das habe ich erst spät gestern Abend freigespielt, aber konnte da jetzt noch keine Partie bestreiten. Ja. Das werde ich ja dann auch nochmal ausprobieren und kann dann vielleicht auch im Online-Artikel dann nochmal dazu was schreiben. Weiß aber auch noch nicht genau, wie und ob das jetzt funktioniert. Also bislang bin ich halt nur alleine unterwegs gewesen. Und also ich muss sagen, obwohl das auch von der Grafik her ja alles ziemlich schlicht und simpel aussieht, es ist so ein bisschen der Effekt bei mir eingetreten wie bei Minecraft. Also das beachtet man irgendwie dann gar nicht, weil man schon so in dieses Spielprinzip reinkommt, ah, ich kann meine Welt hier bauen, ich mache, was ich will und ich will die nächste Karte finden, ich will, dass meine Stadt größer wird. Das finde ich schon, ist schon motivierend. Allerdings, was mir halt gar nicht so bislang so gefällt, ist die Art und Weise, wie du eben steuerst. Also wie gesagt, Tausende von Mausklicks, um das Gelände zu bearbeiten, auch wenn es da... Ja, man sieht das hier so auch schön, ne? Ja. Der Mauszeiger, der hat ja so eine kleine Animation, nehme ich an, wenn man immer klickt, ne? Und ja, das und sind ordentliche Durchschlagszahlen. Das war jetzt ja noch zeitgerafft dargestellt. Also, ja. Das, ne, haben wir ja extra fürs Video gemacht, weil sonst dauert es einfach noch länger. Ja, dann gibt es halt stärkere Karten, wie also Gottkarten, wie hier zum Beispiel kannst du verseuchtes Land, was mit diesen schwarzen Flecken so ja, gesprenkelt ist, kannst du dann halt eben reinigen. Ja, da hast du so einen schönen Beleuchtungseffekt. Und dann gibt es auch später Möglichkeiten, dass du Feuerbälle regnen lassen kannst und diese ganzen Geschichten, die man auch aus Black and White zum Beispiel kennt. Soweit bin ich aber noch nicht. Also ich habe jetzt gerade mal das mit der Reinigung freigeschaltet. Den ersten Feuerspruch habe ich auch. Und was man hier nochmal sieht, ja, solange man nämlich keine Siedlungsstatue hat, die dann automatisch Straßen herstellt, musst du jedes Gebäude einzeln anklicken, um diesen rosa Böppel zu aktivieren. Das ist nämlich der Glaube, der generiert wird und das ist auch der einzige Rohstoff im Spiel. Also komfortabel ist es jetzt nicht bislang gerade, noch nicht. Ne? Nee, kann man nicht sagen. Aber gut, es ist Early Access und ja, jetzt müssen wir eben warten, was noch passiert.
Dieser lustige blaue Strich da, wofür ist der eigentlich gut? Das ist das sogenannte Totem. Das kannst du frei in der Welt platzieren, kostet 100 Glauben. Und da laufen dann alle Nichtbeschäftigten, ja, Untertanen dann hin, um sich zu sammeln. Und wenn du dann das Totem deaktivierst, dann gehen sie automatisch in den Arbeitsmodus über. Weil, wie gesagt, die Bewohner haben immer nur so einen kleinen Bereich, wo sie eigenständig agieren. Und ansonsten musst du versuchen, sie eben mit Hilfe dieses Totems eben durch die Landschaft zu steuern. Also immer dahin, wo du sie brauchst. Genau. So, was wir jetzt hier freigeschaltet haben, ist jetzt eine Bonusoption, wie man jetzt quasi ein bisschen komfortabler bauen kann. Jetzt muss ich nämlich nicht mehr jede einzelne Schicht von Hand bewegen, sondern kann jetzt, das werden wir gleich sehen, mehrere Schichten auf einmal sozusagen schieben. Ist zwar immer noch eine ziemliche Klickerei und immer noch fummelig, aber trotzdem schon bedeutend besser als jede einzelne Schicht quasi ansteuern zu müssen. Genau, es ist eben Early Access, die Entwickler haben noch Zeit. Wann soll es fertig sein? Ich denke frühestens nächstes Jahr. Ja. Ja. Ich glaube Ende 2014, wenn nicht sogar erst 2015. Also wird auf jeden Fall noch eine ganze Weile dauern.